Bei der Umsetzung der Strategie zur Reduktion der Antibiotikaresistenz haben wir schon viel erreicht. So ist zum Beispiel die Gesamtmenge von Antibiotika, die bei Tieren eingesetzt werden, um mehr als 50% reduziert worden. Das beinhaltet auch kritische Substanzen. Was uns allerdings bis jetzt gefehlt hat, sind detaillierte Angaben zu zum Beispiel Risikofaktoren oder Treiber vom Antibiotika-Einsatz. Und diese Lücke haben wir jetzt schliessen können. Wir haben nämlich jetzt neu das Informationssystem Antibiotika-Verbrauch in Betrieb genommen. In dieser Datenbank tut jeder Tierarzt, jede Tierärztin jede Verschreibung von Antibiotika aufzeichnen. Und zwar sehr detailliert. Substanz, das Tier, aber auch vor allem warum, also der Grund für den Einsatz. Und mit diesen Informationen wird es uns in Zukunft viel detaillierter gelingen, Auswertungen zu machen und dann eben auch zielgerichtet noch zu intervenieren, wo eine Reduktion noch weiter möglich ist.